bin sehr gerne bei der Play, weil ich das für ein fantastisches Festival halte und ich finde, es ist tolle Arbeit, die die Jungs hier machen. Man sieht auch, wie es von Jahr zu Jahr wächst und größer wird, wie neue Veranstaltungen dazukommen. Dieses Jahr haben sie es zum Beispiel geschafft, die Entwickler von Life is Strange ranzuholen, was eine tolle Sache ist, mit denen wir reden werden. Und es macht einfach immer höllen viel Spaß. Es ist ein tolles Publikum. Man verzeiht mir immer, dass ich mir die Namen nicht merken kann von allen möglichen Leuten. Ich darf alle duzen, das darf man auch nicht überall. Und man gibt mir immer neue Herausforderungen. Also letztes Jahr war das schwierigste Thema das Gender-Thema. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, aber ich bin da gut durchgekommen. Dieses Mal haben wir, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, wir reden über Systeme. Auch völlig hardcore akademisches Thema. Muss man sich reinfuchsen und dann macht das auch mal wieder sehr viel Spaß. Mein persönliches Highlight war, glaube ich, also was ich sehr gerne mochte zumindest, war letztes Jahr die Abschlussveranstaltung, die ich moderiert habe, wo ich schon relativ betrunken war. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit der Band, die dann keinen Trommelwirbel machen wollten, weil sie waren schon zu cool. Wir haben schon einen Plattenvertrag, da macht man keine Trommelwirbel mehr. Darf man dann nicht. Nee, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also es ist immer eine fantastische Energie, deshalb macht das eigentlich generell sehr viel Spaß. So, und jetzt dieses Jahr, ich komme direkt aus dem Urlaub, bin noch halb verjetlaggt, weiß noch gar nicht so richtig, wo ich bin. Das gibt dem Ganzen noch diesen dadaistischen Spin, den man teilweise da auch braucht. Ja, also ein einziges Highlight weiß ich nicht. Also es macht mir sehr viele Sachen sehr viel Spaß. Ja. In 15 Jahren ist die Play wahrscheinlich so groß wie die Gamescom. Ist von auszugehen. Da Games jetzt ja auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und jeder sich mit Games beschäftigt, ist es auch wichtig, dass wir ein Festival haben, was ein bisschen über sowas hinausgeht, wie die Gamescom beispielsweise, wo man einfach nur sich Spiele anguckt, sondern was sich mit den Bedeutungen von Spielen auseinandersetzt, was sich damit auseinandersetzt, was kann man noch machen, was so tolle Indie-Spiele zeigt, die man normalerweise vielleicht gar nicht zu Gesicht kriegen würde. Also man geht hier in eine Ausstellung und dann sieht man, Sissy Fox ist hier beispielsweise gerade. Das würdest du sonst nicht merken. Und wenn du jetzt jemand bist, der sich einfach für Spiele ganz normal interessiert, eben ein Jugendlicher, der gerne mal sein Call of Duty zockt, obwohl das erst 18 ist, der kommt dann vielleicht hierher, weil er gerne was mit Spielen machen möchte und entdeckt vielleicht ein paar Sachen, von denen er gar nicht wusste, dass die möglich sind. Dann ist das total toll, denn Spiele sind nun mal das Leitmedium des 21. Jahrhunderts und es geht darum, differenzierter darüber zu reden und differenziertere Sachen damit zu machen. Insofern finde ich, Play hat schon eine ziemlich gute und ziemlich große Bedeutung. Es wäre immer noch sehr wünschenswert, dass noch mehr Leute kommen und sich das Ganze angucken, aber so wie es ist, ist es bereits auch jetzt schon ziemlich cool. Und dieses Jahr wird das Ganze auch noch mal ein bisschen gestreamt, das heißt, es geht sowieso noch mal ein bisschen weiter raus. Und ich glaube, für alle, die hierher kommen, ist es auch jetzt schon eine sehr bedeutsame und gute Erfahrung.